Ja, danke schön für die Einladung nach Frankfurt heute. Ich freue mich sehr, dass das Medico International, wie ich glaube, den ersten Kongress zum Thema Zufluchtsstätte ausrichtet. Also abgesehen von dem in Polen gestern. Ich weiß nicht, also ich habe bisher noch nicht gehört, dass andere große Organisationen das Thema aufgegriffen hätten und so umfänglich diskutiert hätten. Und besonders freue ich mich, dass ich heute mit Ihnen, Frau Schwan, in einen direkten Dialog treten kann. Denn als ich das erste Mal zu Städten der Zuflucht angefangen habe zu recherchieren, das war eigentlich aufgrund einer Lektüre von Jacques Derrida, ein Pamphlet, was nicht sehr bekannt ist, aber von dem von Städten der Zuflucht die Rede ist. Und ich dachte, ach, das ist ja eine wunderbar utopische Idee, da werde ich mal weiterzuarbeiten. Und ich fand tatsächlich kaum aktuelle Beispiele dazu. Und das hat sich seit letztem Jahr tatsächlich geändert. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als ich Ihren Vorschlag gesehen habe, Frau Schwan, mit dem Sie ja fordern, Geflüchtete direkt aus dem Ausland in bestimmte Kommunen aufzunehmen. Und ebenfalls im letzten Jahr haben sich verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen auf Städteebene gebildet, die ebenfalls eine Aufnahme aus dem Ausland direkt in ihre Stadt fordern. Und zwar im Rahmen von Relocation, also dem EU-Relocation-Programm, das ja leider nicht sehr viel bewirkt hat. Aber diese Städte haben zumindest gefordert, dass sie diese Quote, die da von der Bundesregierung schon zugesagt wurde, eben erfüllt wird. Und dass Geflüchtete aus den Hotspots in Griechenland und Italien in diese Städte, zum Beispiel Osnabrück, aber auch in Hessen, Marburg und Darmstadt, kommen dürfen. Ich werde vielleicht noch kurz sagen, also es gibt auch so ein bisschen so eine kleine Begriffsverwirrung, Solidarity City, Sanctuary Cities, Städte der Zuflucht, Kommunalbürgerschaft, wozu ich eigentlich nicht arbeite, aber egal. Das werde ich morgen, glaube ich, noch die Begriffe noch ein bisschen genauer auseinandernehmen. Das schaffe ich heute Abend nicht. Ich werde nur was zu dem Begriff Städte der Zuflucht sagen, weil das ist der Begriff, den ich verwende, und zwar nicht Sanctuary Cities, das ist für mich ein anderes Konzept. Das ist der Begriff, den ich verwende, um gerade diese Vorschläge zu beschreiben, die umfassen eine direkte Aufnahme von Flüchtenden aus dem Ausland in eine deutsche Kommune zum Beispiel. Und zwar auch nicht nur aus Griechenland und Italien, sondern meinetwegen auch aus den Herkunftsländern oder Transitstaaten. Und ich benutze diesen Begriff Städte der Zuflucht, weil er meines Erachtens deutlich macht, dass es hier darum geht, legale Zufluchtswege zu schaffen. Und noch dazu stammt dieser Begriff aus der Bibel. Und das zeigt, dass dieses Konzept eben eine sehr lange Tradition auch hat. Und darin sehe ich wirklich auch das Potenzial, dass verschiedene Stimmen, progressive und konservative, hier auch auf einen neuen gemeinsamen Nenner kommen können. Ja. Aber ich bin ja heute als Rechtsphilosophin eingeladen worden. Und tatsächlich finde ich das Thema Städte der Zuflucht sowohl aus juristischer als auch aus philosophischer Perspektive sehr interessant. Ich sage erst was zu dem rechtswissenschaftlichen Bereich. Rechtswissenschaftlich ist zu fragen, inwiefern Kommunen Handlungsspielräume haben könnten, eigenständig Aufnahmeentscheidungen zu treffen. Und nach Ihrem Konzept, Frau Schwan, wenn ich Sie richtig verstehe, soll ja letztlich die Genehmigung von der Aufnahme von Flüchtenden beim Nationalstaat verbleiben. Soll nicht, aber ist ja
Ah, soll nicht, aber ist er jetzt. Genau, also genau, da können wir vielleicht gleich noch weiter drüber diskutieren. Also ich würde hier auf jeden Fall gerne einhaken und danach fragen, rechtswissenschaftlich danach fragen und nicht politisch, ob Kommunen nicht darüber hinaus, also darüber hinaus, dass der Nationalstaat eine Aufnahmeentscheidung trifft, eigenständig auch Aufnahmeentscheidungen treffen kann. Und denn ich denke, es liegt wirklich ein großes Potenzial in kommunaler Immigrationspolitik, also nicht nur Migrations- oder also Integrationspolitik, sondern tatsächlich Immigrationspolitik. Und es birgt ein Riesenpotenzial, das gerade brach liegt, was auch in Richtung einer sozialen und solidarischen Bewegung, grenzüberschreitenden Bewegung gehen kann. Zudem ist bereits rechtlich gesehen, sind die Ausländerbehörden, die sind ja in kommunaler Hand, sind also bereits schon sehr stark involviert, auch in Immigrationsentscheidungen. Zum Beispiel bei Visavergabe werden die kommunalen Ausländerbehörden meistens mit einbezogen, zum Beispiel wenn es um Familiennachzug geht. Und außerdem haben die Kommunen ein verfassungsrechtlich garantiertes Selbstbestimmungsrecht. Und auch hier gilt es aus meiner Sicht, rechtswissenschaftlich genau zu prüfen, ob hier nicht auch Immigrationsentscheidungen von umfasst werden müssten. Oder ob man vielleicht dieses Selbstbestimmungsrecht in der Weise weiterentwickeln könnte. Jedenfalls denke ich, es geht hier um Kompetenzregeln und diese nicht zu verwechseln mit politischen Präferenzen. Also nur weil bisher etwas so gemacht wurde, wie es gemacht wird, nämlich dass vor allem die Bundesebene Aufnahmeentscheidungen trifft, heißt das zumindest rechtlich gesehen noch nicht zwingend, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Selbstverständlich müssen die Kommunen Gesetze einhalten. Das bedeutet aber auch, wenn man es positiv auch nochmal wenden möchte, dass die bestehenden nationalen, europäischen und internationalen flüchtlingsrechtlichen und migrationsrechtlichen Mindeststandards eben auch eingehalten werden müssen. Das heißt, Kommunen können sich jetzt nicht entscheiden, wir nehmen jetzt aber niemanden auf und wir wollen von Menschenrechten nichts wissen. So, das heißt, ich denke, es gibt ein Potenzial, dass über die nationalstaatliche Entscheidung hinaus Kommunen Aufnahmeentscheidungen treffen können und sich eben der Welt noch weiter öffnen können, sowohl aus humanitären, aber auch aus ökonomischen Gründen. Das ist dann halt der Kommune überlassen. Allerdings sehen wir jetzt gerade, dass tatsächlich, also Städte, die freiwillig Flüchtlinge aufnehmen möchten, dass denen Steine in den Weg gelegt werden. Zum Beispiel ich habe ja von den Initiativen eingangs berichtet, zum Beispiel die Forderung von 50 aus Idomeni, also eine wirklich sehr zarte Forderung von 50 Menschen aus Idomeni in die Stadt Osnabrück aufzunehmen. Die Forderung wurde unterstützt von dem Osnabrücker Stadtrat, die konnte bis heute nicht umgesetzt werden, aus bürokratischen und ich denke auch aus politischen Gründen. So,
So, jetzt möchte ich aber noch etwas zu den philosophischen Fragen sagen, also zu meinem zweiten Punkt kommen. Philosophisch lassen sich im Zusammenhang mit Städten der Zuflucht eine Reihe von wirklich philosophisch, politisch-philosophisch und rechtsphilosophischen Kernfragen stellen. Die Frage nach Demokratie, die Frage nach dem Menschenrecht der gleichen Freiheit für alle, nach Gleichheit unabhängig von der Herkunft, nach globaler Bewegungsfreiheit, aber auch nach innerstaatlicher Bewegungsfreiheit für alle, sowie nach einem effektiven Schutz vor Menschenrechtsverletzungen durch die Ermöglichung der Flucht in ein anderes Land oder in eine andere Kommune. Meines Erachtens sind, ich teile eigentlich auch Ihre migrationspolitische Diagnose, Frau Schwan, also dass die europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik absolut nicht nachhaltig ist. Ich sehe aber hier auch wirklich strukturelle Probleme, die mit dem nationalstaatlichen Paradigma generell zu tun haben. Der Nationalstaat und die Nationalstaaten und ihre supranationalen Institutionen sind offensichtlich nicht in der Lage, sich für die Mobilität von Menschen zu öffnen. Und dahinter verbergen sich meines Erachtens strukturelle und ideologische Prämissen, die mit dem nationalstaatlichen Paradigma zusammenhängen. Ein Paradigma, dem das Flüchtlingsrecht und das Migrationsrecht natürlich in hohem Maße untersteht, aber auch Recht generell eben seit der Moderne. Und das Prinzip des territorialen Souveränitätsstaats, souveränen Nationalstaats, vermag heute, denke ich zumindest in Bezug auf Migration, nur noch mit Gewalt fiktive Grenzen und eine konstruierte Nationalgemeinschaft aufrechterhalten. Also das Recht eines nationalen Territorialstaats neigt schon strukturell dazu, die Rechte von Migrantinnen im Vergleich zu denen ihrer StaatsbürgerInnen zu beschneiden, ebenso die globale Bewegungsfreiheit zu beschneiden, sowie die Menschenrechte Flüchtender durch die Schließung der Grenzen zu verletzen. Allein der rechtlich und physisch, also und dadurch physisch limitierte Zugang zu den europäischen Staaten, sowie bereits die bloße Existenz des Sonderrechts Ausländerrecht verdeutlichen dies. Ich denke aber allein die Verschiebung des Fokus von der Nation auf die Stadt birgt die Möglichkeit, gedanklich Grenzen zu öffnen. Denn Städte der Zuflucht, so wie ich sie verstehe, eben als Städte, die Flüchtlinge direkt aus dem Ausland aufnehmen können, stellen das aktuell nationalstaatlich strukturierte Migrationsrecht in Frage. Und das hilft, die Konstruiertheit, rechtliche Konstruiertheit von Grenzen und ihre Naturalisierung aufzudecken. Städte der Zuflucht fordern nationale, supranationale und internationale, also wirklich nationale, supranationale, internationale das Migrationsrecht heraus. Und Städte der Zuflucht könnten dieses Recht auch untergraben oder übertreten. Und so könnte letztlich möglicherweise auch der Status quo des aktuell sehr restriktiven Immigrationsrechts ausgeweitet werden. Jacques Derrida wieder, der französische Philosoph, auf den ich mich eben sehr viel beziehe bei meiner Arbeit hierzu, geht auch noch einen Schritt weiter und sagt,
In Städten der Zuflucht sieht er die Möglichkeit, Gastfreundschaft zu kultivieren, eine Ethik, eine Kultur der Gastfreundschaft, die eben die Grenzen des konstituierten Gastrechts langsam ausweiten könnte. Welches Potenzial diese Städte der Zuflucht tatsächlich haben, muss sich natürlich in Zukunft zeigen, und zwar im Zusammenspiel, wie ich denke, von Praxis und Theorie. Zusammenfassend würde ich vielleicht noch einmal kurz die Punkte zusammennehmen. Ich bin also insgesamt der Überzeugung, dass Städte der Zuflucht, also Städte, die Flüchtlinge aus dem Ausland aufnehmen wollen, rechtlich mehr Möglichkeiten haben, als dies bisher umgesetzt wird. Und dass es eine produktive Herausforderung des überkommenen Konzepts vom Nationalstaat bringt, eines Nationalstaats, der sich abschließt, wobei sich während auf lokaler Ebene eben eine Öffnung möglich erscheint und vielleicht sogar ein neuer Kosmopolitismus. Und darüber möchte ich morgen in meinem Vortrag dann auch noch mehr sprechen. Also ich denke, es gibt hier viel zu diskutieren, und ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen an diesen Fragen auf diesem Symposium auch weiterzudenken. Ganz viel. Ja, ganz vielen Dank, Frau Häuser. Ich glaube, das hat jetzt auch schon viel Neugier geschaffen für morgen, für die Debatte morgen. Vielleicht eine kleine Rückfrage. Eine ähnliche, die ich auch Frau Spahn gestellt habe. Die Idee jetzt, also den Fokus stärker auch auf das kommunale Recht zu verschieben und auch dort Entscheidungsbefugnisse anzusiedeln. Haben Sie das schon vorgetragen? Ist das auch schon auf Reaktion getroffen? Wie würden dann Kommunen oder die Stadt Hamburg zum Beispiel damit umgehen? Wäre die dafür oder dagegen? Ja, ich bin heute eigentlich eher als Wissenschaftlerin hier und weniger als Aktivistin. Aber ich kann natürlich trotzdem davon berichten, was die Aktivisten für Erfahrungen gemacht haben, als sie damit zu ihren Städteregierungen gegangen sind. Und es gibt eben in manchen Städten positive Reaktionen von Seiten des Bürgermeisters oder aber auch des Stadtrats. Also in Marburg zum Beispiel wurde beschlossen, dass eben diese 200 Menschen nach Marburg kommen dürfen, und diese Forderung wurde dann an die Landesregierung, an die hessische Landesregierung weitergetragen. Die haben Unterstützung bekommen auch von der Linksfraktion. Die haben einen Antrag letzte Woche eingebracht, vielleicht haben Sie davon gehört, der tatsächlich auch die Überschrift trug, Antrag zur Unterstützung hessischer Städte der Zuflucht. Mhm. Und ja, also auf diese Forderung wurde von der Landesregierung geantwortet, man könne ja nicht den EU-Türkei-Deal gefährden. Das, ja, also rein fachlich weiß ich nicht, was es mit dem EU-Türkei-Deal zu tun haben soll, denn bei dem EU-Türkei-Deal geht es ja darum, dass Geflüchtete, die aus der Türkei nach Griechenland kommen, eben in die Türkei zurück sollen. Und warum jetzt dann nicht deshalb aus Griechenland Menschen in deutsche Kommunen aufgenommen werden können, im Rahmen des EU-Relocation-Programms, was ja schon beschlossen wurde, ist mir wirklich ein vollkommenes Rätsel. Also ich denke, dass wir hier noch auf viel politischen Widerstand stoßen werden. Es geht natürlich darum, dass das Signal, das gesendet werden soll in die Transitstaaten und die Herkunftsstaaten, kommt nicht auf die Idee, in Richtung Europa weiterzureisen.
Dieses Signal soll absolut gesendet werden und Okay. Da sollen die Städte dann nicht dazwischen funken. Ja. Ich habe es fast befürchtet, aber da werden wir morgen nochmal drüber reden können. Dann gibt es auch noch eine Arbeitsgruppe dazu. Vielen Dank, Frau Häuser. Dankeschön.